hinten links, der Kotflügel wurde vom Praktikanten, durfte der lackiert werden. Digga, ich bin gegen den Baum gefahren im Rückwärtsgang einmal, seitdem ist auch das Licht hinten links gebrochen. Hingegangen und das Auto geschaut, Auspuff abgefallen. Anstatt sie einfach den Cut rausschneiden, nein, die verfehlen irgendwie und machen noch meinen Mittelschalldämpfer kaputt. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Wie geht es euch an diesem sehr, sehr hübschen Tag? Es ist zwar schön, aber es ist kalt. Deswegen ist auch meine Kleidungswahl nicht richtig gewesen für das Wetter. Also mir ist nicht warm. Und ich frage mich, warum ich nicht einfach eine Jacke angezogen habe, weil es macht keinen Sinn, dass ich keine Jacke anhabe. Ja, was machen wir heute? Heute erzähle ich euch was. Heute erzähle ich euch eine Geschichte. Im letzten Video habe ich gesagt, ich wollte euch mein Auto eigentlich schon vor einem Jahr zeigen. Aber das wird jetzt nichts. Ich erkläre euch jetzt, warum es nichts wird. Und fangen wir ganz am Anfang an. Also, ich habe mir vor... ich glaube jetzt sogar ziemlich genau einem Jahr, vielleicht ein paar Tage mehr, ein Auto gekauft. Und zwar einen Opel Astra G Coupé mit, ich glaube damals waren es 144.000 Kilometer, für schlappe 3.000 oder 3.500 Euro, ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Das war zu dieser Zeit, als die Gebrauchtwagenpreise absolut explodiert sind. Also, dass du da irgendwas mit TÜV findest, hast du schon 2.000 gezahlt. Und ich dachte mir natürlich, Bruder, machst dicken Schnapper, holst dir einfach ein G-Coupé für 3,5 mit neuen TÜV. Habe ich dann noch bekommen, Auto war abgeranzt, ja, also es war... komplett runtergerockt, war auch zerbeult an, man hat dann auch gesehen, so Digga, irgendwie, der war safe mal in einem Unfall oder so, weil vorne die Stoßstange hängt irgendwie auf 7:30 schon seit einem Jahr, hinten links der Kotflügel wurde vom Praktikanten, durfte der lackiert werden und hinten rechts haben die, glaube ich, einfach vergessen zu spachteln und haben einfach die Beule überlackiert, vielleicht sieht man es ja nicht. Innen auch nicht der Beste, Sitz war ein bisschen kaputt, hat ein bisschen gequiet, aber das Auto hat seinen Sinn erfüllt, es hat mich über die kalte Zeit von A nach B gebracht. Das war das Einzige, was das Auto machen musste. Für 3.500 sehr viel, aber ganz ehrlich, das Geile an diesem Auto war, es war alles egal. Das war eh schon kaputt, es war eh schon zerkratzt. Digga, ich bin gegen den Baum gefahren im Rückwärtsgang einmal, seitdem ist auch das Licht hinten links gebrochen. Seitenspiegel, keine Ahnung, wie oft ich die weggeklappt habe an der Wand. Aber alles scheißegal, weil bei dem Auto juckt gar nichts mehr. Auf jeden Fall gefahren, hat dann immer mehr Probleme auch gemacht. Auf einmal ging die Airbag-Leuchte an. Dann bin ich, glaube ich, ein halbes Jahr ohne Airbag gefahren oder sowas. Wenn das Auto warm war, dann war irgendwie das Öllämpchen an. Da musste man einmal kurz hochdrücken. Ich habe in einem Jahr zweimal Kühlwasser auffüllen müssen. Sommerreifen, die er drauf hatte, waren komplett platt. Also ich bin mit denen gefahren, Bruder. Lenkrad, als ob Erdbeben ist. Das war nicht normal. Also neue Reifen draufgezogen. Aber dann dachte ich mir, komm, drauf. Egal, was jetzt passiert, Mann. Du hast jetzt schon Geld reingesteckt, sollst jetzt nochmal was reinstecken. Irgendwie der Keilriemen oder so soll alle 30.000 oder 40.000 Kilometer ausgetauscht werden. Letzter Wechsel war vor 15 Jahren und vor 80.000 Kilometern. Ja, moin, soll ich den jetzt auch noch machen oder drauf fahre ich jetzt einfach durch. Spoiler, ich bin durchgefahren. Und dann war diese eine schicksalshafte Nacht, okay? Wir hatten Super Bowl. Was ist das für ein Satz? Es war der Super Bowl. Wir wurden eingeladen vom guten Johnny bei ihm zu schauen. Das machen wir jetzt schon seit 2 Jahren so. Okay, komm, fahr mal hin. Super Bowl vorbei. Wir gehen zum Auto. Ich steige ein. Semo steigt ein. Ich starte den Motor. Ich mache den Motor wieder aus. Ding hat sich angehört wie ein Formel 1 Wagen, Digga. Vielleicht war ja irgendwas falsch. Ich probiere es einfach nochmal. Nochmal Motor an. Nochmal Formel 1 Sound. 5 Uhr nachts irgendwie, man hat schon gesehen im Gebäude, die Lichter gehen an von den Leuten. Die fragen sich auch, was passiert hier draußen. Hingegangen und das Auto geschaut, Auspuff abgefallen. Ich dachte mir nur, das kann es doch nicht sein, der ganze Auspuff abfällt. Aber okay. Johnny zurückgerufen, Johnny fahr Semo nach Hause. Ich rufe ADAC, ADAC kommt. Er schaut runter, fragt mich, jo, wo ist denn das Rohr, was da sein soll? Ich so, was für ein Rohr? Keine Ahnung, als er ankommen war es normal, jetzt ist es nicht so. Ja, okay, hat mir den irgendwie drangebunden, ich soll damit zur Werkstatt fahren. Bruder, es war so unangenehm. Angenehm mit diesem Fahrzeug. Das war nicht normal, Mann. Jeder schaut halt, wenn du ohne irgendwas fährst, Mann. Naja, ich komme bei der Werkstatt an. Der Typ sagt mir, komm, bring das Auto in 2 Tagen vorbei. Ich habe jetzt keine Zeit. Nach 2 Tagen, ich bringe ihm das Auto wieder ultra unangenehm damit durch die Gegend gefahren. Ich stelle das Auto bei ihm ab. Er ruft mich nach einer halben Stunde an. Er so, du Dani, wo hast du den Cut hingemacht? Ich so, warum? Er so, ja, da hast du keinen Cut mehr. Ey, so, ja, der Typ hat mir gesagt, da fehlt ein Teil. Ja, dein Cut wurde geklaut. Nicht nur, dass mein Cut geklaut wurde. Es ist halt auch der zweiteuerste Cut, den es gibt, hat er mir gesagt. Ich glaube, nur der vom BMW E36. Der kostet noch mehr auf dem Graumarkt oder halt gebraucht. Oder beziehungsweise auf dem Schrottplatz kriegst du mehr für den, für die Materialien.
Mein Cut, Materialwert 600 Euro. Amana Suchterkette, Digga. Wie viel würde alles neu kosten, ne? Weil die Vollidioten, ne? Anstatt sie einfach den Cut rausschneiden, nein, die verfehlen irgendwie und machen noch meinen Mittelschalldämpfer kaputt. Und irgendwie hat mir gesagt, das Auto ist eh schon so am Arsch, dass mein Endschalldämpfer war irgendwie zusammengeschweißt mit der Karosserie. Fragt mich nicht, was davor gemacht wurde. Das heißt, wenn ich das repariert haben will, einmal komplette Auspuffanlage neu, kostet safe 1100 Euro. Und es ist so viel an diesem Auto kaputt, dass ich in einem Jahr eh keinen TÜV bekomme und nochmal 1000 Euro reinballern soll. Und ja, dann habe ich gesagt, Brudi, es passt. Und ja, jetzt steht mein Auto da. Auf Mobil muss ich es noch reinstellen für, weiß nicht, der soll irgendeiner für 500 Euro abholen. Wenn er es in einem Monat nicht macht, dann Schrottplatz und drauf. Aber ja, das ist meine Geschichte, warum ich euch jetzt nicht mein Auto zeigen kann, weil, ja, ich kann es halt nicht fahren oder so, ne? Ich war dann noch am gleichen Tag noch auf Mobil unterwegs. Was sehe ich? Noch ein Astra G für 1000 Euro. Wollte ich mir zuerst den holen, weil der hätte noch ein Jahr TÜV gehabt. Aber dann ist mir eingefallen, Bruder, bei dem wird doch dann auch einfach der Cut geklaut und fertig. Bringt doch auch nichts, Mann. Das ist so ein NIO-Fahrzeug, oder? Ich meine, das kennt ihr ja. Vorne ist das NIO-Zeichen. Ready for tomorrow. Ah, da ist noch einer. Sehen schon hübsch aus, Digga. Kann man sagen, was man will. Wenn ihr euch fragt, wo ich jetzt hinfahre, ich weiß es selber nicht. Ich fahre einfach gerade nur rum, damit der Tank leer wird, damit ich neues Benzin endlich auffüllen kann. Weil das wohl nicht die beste Idee sein soll, mit so altem Benzin rumzufahren. Und je länger ich drauf warte, desto älter wird's. Und natürlich könnte man das Benzin jetzt abpumpen, aber habt ihr euch schon mal die Benzinpreise angeschaut? Hallo? Wobei, ob ich jetzt das Benzin absauge und neu auffülle oder unnötig rausschmeiße und dann auftank, ist jetzt kein großer Unterschied. Herr Waldgrill hat einfach zugemacht, Digga. Wie lang war der offen, ganz kurz? Ich glaube, einen Monat oder so. Ist schon bitter, Digga. Wir könnten auch in die Maximilian rein. Ah, ich habe keinen Bock. Ich habe gerade echt keinen Bock, in die Maximilian reinzufahren. Ja, da ist Maybach. Maybach Boutique, glaube ich. Bruder, was machst du? Alles klar, Diggi. Das mit dem Lenk lernen wir nochmal, oder? Ja, da stand jetzt ein i8, aber auch nicht viel mehr. Das war, ich glaube, der neue 7er oder i7, keine Ahnung. Naja, YouTube, ich glaube, wir packen es dann für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Daumen hoch, abonnieren und alles andere, was ich euch immer sage. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann tut es mir leid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, herla.